Hallo, meine Name ist Leute, und willkommen heute wieder zurück zu einem ganz, ganz besonderen Video. Und zwar spielen wir heute Infection spielen wir heute, meine Damen und Herren. Oh, ich bin sogar Survivor geworden. Ist das unfassbar, ne? Mega cool, Leute. Heute eine ganz gediegene Runde Infection hier mit mir alleine. Hallo, ich bin alleine mit heute. Mit dem Lars oder so. Hallo. Ich bin heute hier komplett alleine mit Roman Romanski und hallo Isomatte, wie geht es dir? Das freut mich natürlich, sehr, sehr schön. Die gute alte Isomatte, wer kennt sie? Warte, chill, warte, chill, wir müssen jetzt hier erstmal... Keiner kennt sie. Ah, da sind schon die Zombies, Mann, da sind schon die Zombies. Ey, ich kann leider nicht so viel... Ich kann leider nicht so laut reden, Leute, denn ich bin ein bisschen erkältet, muss ich sagen. Das tut mir leid, deswegen kratzt meine Stimme ein bisschen hier, ne? Genau, das ist nämlich nicht so toll. Okay. Wo seid ihr? Ist einer von euch schon infected oder irgendwie sowas in der Art? Ja, ich hab ein richtig gutes Versteck, okay, okay. Und glaube nicht, dass man mich so schnell kriegt. Heute, meine Damen und Herren, geht es um ein ganz, ganz besonderes Thema, was jetzt in der letzten Zeit schon so anstand, nämlich den Mutzewugo-Song. Ja, vielleicht hat der eine oder... Mutzewugo. Ich hab jetzt nämlich nochmal ein bisschen reingelesen, und zwar sage ich Mutzip, ach, keine Ahnung, Mann, ich weiß es nicht, ey, warte, chill mal, Mutz, ach, egal, vergiss es einfach, aber, schon vergessen, aber nicht mit Go, nicht Go am Ende, sag ich nicht, das ist Mutzewu, oh nein, das ist Infektion von Easy, was du das in sie, oh nein, also wie gesagt, Leute, es geht heute halt um den Mutzewugo-Song, ja, und es sieht nämlich so aus, dass ganz, ganz viele Leute jetzt gesagt haben, so, yo, welcher Track ist besser, schlechter, wer mag Affen mehr, wer mag Bananen mehr, wer mag Melonen mehr, und deswegen habe ich mir jetzt hier die zwei anderen dazugeholt, und zwar ist die Frage, liebe Leute, so, bei euch beiden, was würdet ihr sagen, welcher Track so vom musikalischen her, musikalischen besser ist? Ja, hältst du mich jetzt etwa an die Wand der Wand? Ich werde dich jetzt an die Wand der Wand fragen stellen, Roman. Du hast schließlich zweimal darauf reacted, auf jeden Track und sowas. Du kannst natürlich auch ganz neutral. Du kannst sagen, dass meiner besser war, aber du kannst natürlich auch neutral, kannst natürlich sagen, so, hey, ich mag ja euch beide ganz doll. Ich kann auch sagen, beide sind einfach extrem schlecht gewesen und ich bin der Allerbeste. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Lars, was geht ab nochmal an? Hey Lars, was geht ab? Izzy, hast du den Track schon gehört? Nein, noch nicht. Echt nicht? Aber ich habe... Oh mein Gott, nein. Ah, das war ich. Hi. Mann. Richtig gut erwischt. Aber hier gibt's ja voll viele... Ich muss sagen, ich habe doch schon in meiner Analyse gesagt, dass ich den Track vom Hören her dein besser finde. Aber, ja. Dings Flo hat sich sehr viel Gedanken über den Text gemacht. Weißt du, wie ich meine? Nee, keine Ahnung, was du meinst. Ich verstehe das nicht ganz. Aber ich muss wirklich sagen, so der Track von mir fand ich persönlich ganz okay. So, und der von Flo hat halt schon irgendwie so Bam, weißt du, ich meine? So richtig, so richtig Bam. Übrigens, jetzt gerade, wir haben eben geschaut, ich habe nämlich den Diss-Track nochmal hochgeladen, aber rückwärts halt, weil das sich mega lustig anhört, deswegen auch dieses Mutzewugo. Könnt ihr euch mal gerne nochmal anschauen. Der Track, wir haben gerade eben gesehen, der ist einfach schon wieder in den Trends gelandet. Schon wieder. Platz einmal vorwärts. Oder sowas, ja, einmal vorwärts. Damit haben wir sogar Platz 1 geschafft. Das war richtig crazy, Mann. Aber für voll viele Tage, so 3 Tage lang Platz 1. Ja, Mann, 3 Tage Platz 1 ist voll krass. Und, ja, der ist immer noch in diesem komischen Ich weiß, Ding. Wo der ist. Der ist da oben in diesem Fahrstuhl drin. Und man muss irgendwie hochgehen. Ich gehe hin, rum. Ich gehe hin. Der ist in so einem Fahrstuhl, da mit der Leiter ganz oben. Ja, der ist da versteckt. Halt nicht hoch, der. Oh, lol, warte. Ist er tot? Er wurde infected. Okay, sehr nice. Juhu! Survivor! I'm Survivor! Ey, wer traut sich in den Dings reinzugehen? And I just can't hide it. Ey, gehst du nicht? Willst du in ein geheimes Versteck gehen? I know. Ey, Lars, zeig mal Izzy das geheime Versteck. Komm mal zu dem. Ach so, stimmt. Wo bist du? Ah, da ist schon einer drin. Ah, stimmt, das geheime Versteck, was ich bei dir gezeigt habe. Das geheime Versteck, was so geheim ist. Ah, da ist einer! Verpiesel dich. Ich renn. Geheimversteck ist schlecht, das Geheimversteck ist schlecht. Izzy, ich bin hinter dir. Man muss eigentlich wirklich in so einer Gruppe bleiben von anderen. Weil wenn du alleine bist, bist du eigentlich aufgeschmissen. Aber wenn du mit ganz vielen anderen bleibst, dann ist es eigentlich ganz Dings. Außer es trifft halt keine. Mutzewugo. Alter, das ist jetzt hier, ich mache ein T-Shirt, wo drauf steht Mutzewugo einfach, zack. Oh nein, Izzy, warst du das? Nein. Junge, hab ich dich? Nee, auf keinen Fall, da hast du mich. Aber ich warte. Mich einfach richtig weggeschnitzt. Oh nein! So, ich wollte jetzt mal irgendwie mal so eine Abstimmung machen, nein! Leute. Welchen Track ihr. Elektro-Plays geholt. Oh mein Gott. Welchen Track Easy. Ihr selbst besser fandet. Und das könnt ihr mir mal oben einfach abstimmen. Ich mache da einfach mal eine Abstimmung, wo ihr dann abstimmen könnt, um dann ein bisschen abzustimmen. Junge, der Typ hackt!
Der Typ hackt einen. Ich schwör's dir, der ist gerade einfach geflogen, Alter, ohne Witz. Im Ernst? Ja, Mann. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Hacker, gell? Ich glaube, der ist geflogen. Hacker in der Folge. Oh, da ist der Weihnachtsmann. Der ist einfach so gerannt. Oh, yo, so. Der Weihnachtsmann hat mir voll den Header gegeben. Ohne Witz, der ist gerade einfach geflogen, der Typ. Einfach geflyt. Schrägstrich fly hat er gemacht. Der ist weggeflogen. Fly-Hack. Er war fly wie ein Hühnchen. Fly. Der war ziemlich fly am Bienen, war der. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich dir... Ah, hier ist gar keiner drin, gerade hier in diesem Geister-Dingens da, in diesem... Hier, Leute, hier übrigens, das war... Ich will Dings fahren. Warte, so. Und Achterbahn. Guck mal, wenn man sich hier, so, laut, wenn man sich hier so reinstellt, wenn man sich hier so reinstellt, dann ist man wie unsichtbar. Guck mal so, zack, 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 irgendwie so halt, ja, gerade... Ich hab schon gewonnen. Laber kein Mist. Oh, wir haben schon wirklich gewonnen. Also hier drin ist halt wie so ein Tarnkappen. Oh, ey, so wird mich niemals einer finden da drinne. Boah, ich hab eben was Scharfes gegessen, Mann. Mir brennt noch immer der Mund so mega krass. Ey, Roman, ich mach mir gestern heute sogar eine scharfe Suppe. Ich war ja bei dir, Roman, gell? Ja, ja. Diese Pizza, Alter, die war auch so scharf, gell? Stimmt, wir waren zusammen. Aber die Pizza war super lecker, die ich dir gezeigt habe, ne? Lol, ich bin gerade einfach so... Ich bin so dumm. Ich bin gerade einfach so in das Messer. Ich hab so richtig so... Ich bin da reingesprungen, weißt du, ich meine? So, da ist dieser Typ... rein? Ja, der Typ ist einfach infected gewesen. Ich sehe den, ich denke, das ist ein normaler Spieler und red so und lauf dann einfach so in das Messer rein, so richtig dumm. Junge, der. Da ist einfach der Geist. Junge, es geht. Junge, da ist einfach der Geist. Ey, das ist doch so bescheuert. Manche Leute haben hier so komische Dings, so komische Plätze, weißt du? Die so richtig komisch sind. Da kommst du gar nicht dran. Ist so unfair eigentlich. So mega, mega dumm. Aber Leute, wie gesagt... Ja, aber normalerweise gewinnen ja sowieso immer die Zombies, weißt du, ich meine? Ja, klar, klar, klar. Ihr könnt eigentlich... Hallöchen. Biu. Roman, ich lass dich leben. Hör auf, ich bin's. Oh mein Gott, du bist es? Okay, warte. Ich muss hier einen Sprung schaffen, Mann. Ja! Oh Gott. Ach, Iso, kannst du knicken, Mann. Nein, das ist der schlechte Sprung. Iso, Mathe. Nein, nein, nein. Ah. Weg von mir, weg. Nein, nein. Ha, ich hab einen Typen erwischt. Ich hab den anderen erwischt, weil der nämlich abgeleckt war gerade. Wie gesagt, Leute, ihr könnt oben rechts abstimmen. Hier, oben rechts hier, Dingens, die Distracks halt und so. Und dann guckt euch einfach mal den Distrack rückwärts an und dann versteht ihr den Mutzewugo. Der Mutzewugo. Mutzewugo. Ja, Alter, Junge, mein Versteck ist halt ultra wack, Mann. Ich hab richtig Angst. Wo bist du? Ich glaube, ich hab Dings richtig Angst. Ich bin innocent, ich muss mich auch verstecken, Roman. Warte, ich bin hier jetzt gerade in den Damentoiletten. Ich bin bei so einem Dings dort, wo Lars mich schon gesehen hat, aber Lars hat mich nicht geholt. Ich hab dich am Leben lassen, weil Roman mein bester Freund ist. Für immer und ewig. So süß, Freunde für ich immer. Bin schon Freunde groß, Sophia, für immer. Komm doch und spiel. Ey, Roman, lass mal so ein Freunde für immer, kennst du das? So ein Freunde für immer Ring kaufen. Freunde für immer, Freunde. Ich bin SpongeBob und du bist Patrick. Warum? Na, weil du der Dumme von uns beiden bist. Ich hätte jetzt eher gesagt, weil ich Affen und Bananen mag und Patrick auch. Ich kenne dich, wenn ihr beide Patrick SpongeBob mag und Patrick halt wirklich echt Affen und Bananen, ne? Ja, oh, sag doch auch. Das nein, ist nein, eine nein, Giraffe. Warst du das, Izzy? Willst du mich etwa take, ne? Alter, zwei Minuten, ich werde dir auf keinen Fall zwei Minuten überleben. Ach, du Izzy, lebst du halt immer noch, weißt du? Ich hab dich leben lassen. Ich hätte dich aber auch halt eigentlich easy cheesy töten können, aber habe ich nicht gemacht, weißt du, ich meine? Weil ich sehe in dir mehr als nur ein Feind. Mehr als nur SpongeBob. Ich sehe in dir nur mehr als nur ein Mitspieler, Roman. So, ich sehe in dir die Pizza, die du das nächste Mal bezahlst. Das ist es nämlich. Ach, Roman! Hä? Nein! Denn? Mist! Warte, wo ist der Letzte? Lange. Junge, wo ist der Letzte? Ja, das hast du echt lange ausgehalten. Aber wo ist der Letzte, Mann? Dream. Wo ist der? I don't know, wo der Letzte ist. Aber ich glaube, wir kriegen den gleich. Ich sag's euch, gleich wird er gesnaggelt. Ah, da bist du gerade an mir vorbeigelatscht, Roman. Snack und die Schnecke ist weg. Ah, da ist er weg. Oh. Nice. Ey, ich habe zwei Kills gemacht. Ich bin zweiter Platz von denen. Okay. Mal, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir noch nie als Nicht-Zombies gewonnen haben? Also, ich habe das aber auch noch nicht mitbekommen, jetzt wo du sagst. Ja. Isomatte, hast du das schon mal mitbekommen? Ja, ich schon. Ich bin nämlich gut. Echt? Ah. Wenn ihr es alle wieder abgehoben finden, nein, ja, ich habe es einmal erlebt, aber es lag nicht an meinem Kurs. Ich bin nämlich gut. Ach so, ja, Leute, das ist nicht Izzys Ernst, das dürft ihr nicht ernst nehmen, wenn die sowas sagt. Das ist so, ich kann fliegen. Und ich bin der Allerbeste. Junge, wie bist du da hochgekommen? Junge, da ist aber der Geist. Junge, das ist aber der Geist. Aber wie bist du da hochgekommen? Tja, das sage ich dir nicht. Oh mein Gott, da ist ein Zombie, Bro, pass auf. Kein Zombie, Wolfgang, pass auf, der schießt. Wolfgang, pass auf! Der hat Reibe verloren. Ach der du der Kacke. Reibe verloren. Das ist lustig. Kennst du das eigentlich, Izzy? Nee, das haben wir, doch, das nee, haben wir dir nee, schon gezeigt.
Doch, das haben wir dir schon gezeigt, mit dem wo der den Reifen wirft. Ach so, oh nein, ich wurde infected. Ich hasse das, wenn man infected wird. Das ist immer so ein ekelhaftes Geräusch, was da immer kommt. Ich hab dich gedingst. Ich hab dich gerecht, Mann. Hast mich gerecht. Ich hab drei Leute gerettet. Ich hab dich gerettet. Yeah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Mann, das war so schlecht gerade, Leute. Ich weiß, ihr müsst nichts sagen. Das war gerade so mega wackelig auf jeden Fall. Das war sehr, sehr wackelig. Ich liebe wackelige Sachen, am meisten Wackelpudding, yeah. Guter Rhyme, gell? Den werde ich mir für meinen nächsten Text aufschreiben, dann kommt der Diss-Track gegen Das ist die Hook, das ist die Hook. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass in dieser Map Fackeln fliegen? Das soll auch, guck mal da. Ich glaube, das soll so ein bisschen Harry Potter-like sein. Ja, so ein bisschen Harry Potter-mäßig ist das. Ja. Guck, da fliegen überall Fackeln. Runde nice zu Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Warst du gerade auf Klo? Ich war nicht auf Klo, warum sagst du das? Ich hab's leider vergessen. Ey, ich muss mir eine Toy-Gun kaufen. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist traurig. Ich bin traurig. Dr. Auge. Dr. Auge. Stell dir vor, ich würde so die Folge anfangen. Hey Freunde, willkommen wieder zurück zur neuen Folge Dragon mit mir und Dr. Auge. Dr. Uhr. Mit mir und Metal Auge. Metal. Mit mir und Metal Auge. Der hört dann nur Death Metal, gell? Du, das ist so ein rotes Auge dann einfach, gell? Rote Auge ist glücklich. Ich glaube, ich verstecke mich einfach mal die Runde und hoffe einfach, dass mich kein Ding Kann man hier findet. Oben aufs Dach springen? Oh mein Gott, man kann hier aufs Dach springen. Alter, mich wird hier oben keiner finden. Ich bin auf dem Dach der Dächer, Mann. Ich versuche auf den Baum zu kommen in der Mitte, aber irgendwie geht es nicht. Ich habe mich jetzt einfach mal versteckt. Hoffentlich findet mich keiner. Nee. Jede Körperzelle, Körper ist Körper. So, warte, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Warte, chillt mal kurz. So, jetzt müssen wir uns kurz entspannen und müssen kurz hier den Bogen spannen. Warte. Wo seid ihr? Wenn der Stunt anfängt, ne, muss man da drinnen sein? Man kann theoretischerweise sogar auf diesen Baum da oben sich draufsetzen. Ich habe das mal geschafft. Oh, Cheesy wird infected. Oh, jetzt wird's schlimm. Ich lade gerade ein Video hoch und hab irgendwie... Das gilt nicht. So. Was geht nicht? Auf dem Dings oder was? Oh. Was geht denn nicht? Warte, chill doch mal. Ich bin auf dem Dach. Aber hier ist dieser Typ. Da ist ein Typ, der will mich snaggeln, Mann. Aber ich finde den nicht. Ist der? Ah, Mann! Ich hab... Oh, das war so wack gerade, Alter. Oh mein Gott, das war so... Komm auf wieder bessere Zeiten. Das ist meine Dings. Michael Jackson Stimme gewesen gerade. Hm. Oh nein, mich hat jemand gefunden. Ich hab gedacht, das ist so ein gutes Versteck. Aber ich glaube, hier sind Leute drin, die können zuschauen und dann ihren Freunden über TS sagen, ja, wo klar. Manche Leute sind, gell? Machen dann halt so... Also dort hinten in der Ecke, holen die, Ende. Over. Warte, ich versuche jetzt mal den Typen hier vorne zu kriegen. Ja, wo ist denn der Typ? Oh toll, das war's. Ah, ja! GG! Willa! Sag mal, Easy. Let's go! Easy, hör mir zu. Easy. Hast du dir eigentlich schon mal easy. Gedanken gemacht über das, was wirklich wichtig ist im Leben? Hä? Meinst du jetzt Pizza oder Schokolade? Ich meine, das, was wirklich wichtig ist im Leben, ist, wenn man sich vorstellt, wie es ist, eine Nacktschnecke zu sein. Achso, ja, stimmt, das weiß ich ja noch gar nicht. Daran denke ich immer, wenn ich nicht an Pizza und Schokolade denke, ja. Weißt du, das ist wichtig, einfach Seife nehmen oder sonstige glibrige, flutschige Sachen. Dann schmiert man sich damit ein. Dann schmierst du dich damit ein und dann kriechst du über den Boden und dann bist du eine Nacktschnecke. Das ist wichtig, das ist eigentlich ein Aufnahmeritual, das musst du eigentlich mit uns zusammen durchführen. Und das filmen wir dann auch. Das filmen wir dann gerne, auch. Laden das hoch, schön, instant 1 Million Klicks. 1 Million Klicks. Das ist unser Aufnahmeritual einfach. Weißt du, Roman hat das schon gemacht. Ja? Roman hat das sogar richtig toll gemacht. Der hat nämlich sich sogar ein Häuschen gebastelt. Und hat das Häuschen dann verloren und hat dann so eine dramatische Szene dargestellt. So, mein Haus. Wow. Und dann war Roman eine glitschige Nacktschnecke. Ja, genau, das ist so mein alltägliches Brot. Zombie, Roman, pass auf! Hilfe! Boah, ich hab den einfach erwischt, den Typen, Mann. Wisst ihr, das Schlimme ist, wenn die so hin und her springen, ihr müsst euch für eine Seite entscheiden, ja? Ihr müsst euch nämlich für die Seite der Macht entscheiden. Ey, ich bin mit drei anderen Leuten zusammen hier gerade. Oh, Mama!
Mama de Mia, de Pizzeria. Mama de Mia, de Pizzeria. Weißt du, Roman, falls wir irgendwann nicht mehr YouTube machen. Kann ich zu euch kommen, Roman? Ist bei euch alles safe? Komm mal hier. Bei uns ist alles eigentlich... Oh nein! Oh mein Gott. Angeblich alles safe, Alter. Wir sind beide gleichzeitig gedingst. Ich bin gerade ein Zombie geworden. Ich weiß ganz genau, wo du bist, meine Easy Cheesy. Easy Cheesy, ich komme zu dir und... Bitte nicht, Roman. Dann werde ich den Käse trocken. Ich hab dich auch immer nicht versucht. Mach den Käse trocken. Weißt du, Roman, falls es irgendwann mit YouTube nicht mehr läuft, machen wir einfach eine Pizzeria auf. Oder? Pizzeria, Roman und Luigi. Obwohl ich gar nicht Luigi heiße. Luigi und Roman. Oh mein Gott, ich hab den nicht erwischt. Romana Pizzeria. Eine romantische Pizzeria-Abend. Romantische Pizzeria. Na, 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 kann man eigentlich, nee, man kann den nicht werfen, den Pfeil, den Bogen, den Arm, das Bein, den Rücken, die Nase, das Gesicht. Hm. Nicht so wie Real Life. Yo, erwischt. Und erwischt. Ich habe beide erwischt. Ja, ich habe beide erwischt. Unmöglich. Ja, also ich muss wirklich sagen, es wäre schon mal interessant, wenn man so eine, wenn man rückwärts einparkt. Weißt du, ich meine? So, das rückwärts ist das, einparken, Bro. Das ist schon ziemlich wichtig, weißt du? Und eine Nacktschnecke mit Führerschein. Ja, das war's. Eine Nacktschnecke mit Führerschein. Ich glaube, du musst erstmal deinen richtigen Führerschein machen, Lars. Iso, lass mich in Ruhe. Weißt du was? Ich mach Schluss. Es tut mir leid. Ich mach Schluss oh mit dir. Oh nein! Bitte nicht. Bitte tun Sie das nicht, die arme Isi. Sie und ist ich so gern. Dazu ich mach auch mit Roman Schluss. Roman, es tut mir leid. Hä, was ist jetzt passiert? Was? Okay, wir haben gewonnen, aber ich würde... Nein, wir müssen jetzt hier, ab diesem Zeitpunkt müssen wir jetzt die Folge beenden, Leute. Schreibt einfach mal Hashtag Gurke in die Kommentare. Nein, Hashtag Distrack in die Kommentare und einfach die Auswertung oben rechts nicht vergessen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss.